Jetzt noch einmal. Servus Leute, wie immer, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Channel. Wir standen jetzt hier, geschlagen 20 Minuten im Vorstart. Es musste der Offroad nochmal präpariert werden. Ich natürlich wieder ohne Reifenhämmer. Gefühlt 70% die hatten Reifenhämmer drauf. Sprich, die Reifen waren jetzt eine halbe Stunde knapp nicht mehr erwärmt. Mal schauen, was es jetzt wird. Ich starte aus der vierten Startreihe, zweite Position von links, 14er Platz. Rechts neben mir Lukas Hauser. Schauen wir mal, was es wird. Motor natürlich ein bisschen kalt, nachdem er jetzt eine halbe Stunde nicht gelaufen ist. Sprich, ich mache jetzt hier keinen so krassen Start. Ich möchte einfach nicht meinen Motor schrotten. Also Einführungsrunde. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Ich werde heute nicht so viel babbeln. Ich versuche jetzt mal einigermaßen was zu reißen, aber ich glaube, das klappt nicht. Wir sind gestern die ersten zwei Trainings ohne Offroad gefahren. Der war nicht fahrbar, weil einfach viel zu trocken. Okay, Eingang ist schon mal nicht so krass gewässert. Sehr positiv. Anlieger ist auch okay. Wie es aussieht, haben sie nicht übertrieben mit dem Wasser. Perfekt, lässt sich fahren. Aber der Offroad ist so kaputt. Da ich heute etwas weniger reden werde, schaut am besten mal meinen Vlog an über das Training. Da habe ich ein bisschen mehr erzählt. So, ich möchte nicht runtergeholt werden. Meine Teamkollegen haben sie heute schon zweimal in der ersten Kurve runter. Jetzt liegt er im Krankenwagen.
Alter, leck mich am Arsch. Das muss einen Abbruch geben. Wenn das keinen Abbruch gibt, dann habt ihr alle einen Schaden ohne Scheiß. Sie haben eben schon nicht abgebrochen. Das muss. Sie brennt mich ab. Aber gut. Ich versuche das Beste daraus zu machen. Der vor mir ist deutlich langsamer. Fresse! Was verkehrt mit denen? Das kann was werden. Ich komme da einfach nicht vorbei. Scheißegal! Onroad bekomme ich das hin.
ein paar Spasten ohne Scheiß stehen die da mitten auf der Straße. Und das im Rennen. Ihr seht's. Möglich sein.
Das wird echt nichts mehr. Warum? Weil ich zu feige bin, irgendwo reinzustechen. Ich versuch's jetzt aus dem Offroad. Scheiß drauf! Ich hab's versaut! Ilas ging durch! Jetzt fahr ich sicher ins Ziel! Mir ist scheißegal! Scheiße! Einfach scheiße! Naja, unfallfrei. Du Arsch! Ich dachte, du versuchst auch aus, dass wir beide vorbeikommen. Ich hab mir schon gedacht, du fährst. Ich dachte, ich schaff's! Naja Leute, das war's jetzt hier mit meinem Live Vlog aus dem Harzring. Ich bin fix und fertig, ich bin sturzfrei geblieben das ganze Wochenende. Extrem wichtig für mich. Wie immer, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Rennstrecken-Video. Ich würde mal sagen, entschleiz, servus.